Es ist soweit, Leute. Ich hatte euch versprochen, wenn sich in meinem Portfolio etwas ändern sollte, das heißt, wenn ich in meinem Depot etwas Neues dazu kaufe oder vielleicht auch irgendetwas rausschmeiße, dann seid ihr die Ersten, die das mitbekommen. Dementsprechend mache ich hier einmal ein Update-Video. Was aber viel wichtiger ist als die einzelnen Positionen in meinem Portfolio, die wir auf jeden Fall noch gemeinsam anschauen werden, ist einmal die Strategie, warum ich investiere, wie ich investiere. Denn viele von euch bombardieren mich regelrecht in den Mails, in den Kommentaren, warum ich denn nicht so viel diversifiziere wie die anderen YouTuber, die anderen Investoren, die im Internet irgendwo gesehen haben, warum meine Investments sich auf so wenige Aktien und Kryptowährungen belaufen. Und das kann ich euch sehr leicht erklären. Wir können hier einen Vergleich ziehen zum Gaming. Ich selber zocke zum Beispiel auch sehr viel. Es ist doch tatsächlich so, wenn man viele verschiedene Charaktere erstellt, wie zum Beispiel Krieger, Assassine oder auch Zauberer, dann ist man meistens nur in einer einzigen Rolle besonders gut. Das heißt, in den anderen ist man eigentlich eher nur durchschnittlich. Und genauso ist es auch tatsächlich in der Investmentwelt. Meistens ist man eigentlich nur mit ein, zwei Investments wirklich sehr, sehr gut und die anderen Investments sind so lala. Denn seien wir mal ehrlich, keiner von uns, der Fulltime arbeitet, hat die Zeit, sich mit 100 verschiedenen Kryptowährungen oder Unternehmen zu beschäftigen. Also das kann mir keiner erzählen. Nein, doch. Ich persönlich kann mich ja kaum mit 3, 4, 5 Unternehmen sehr intensiv beschäftigen. Das erfordert schon sehr, sehr viel Zeit von mir. Da muss aber jeder an sich selber denken. Jeder muss selber entscheiden, was dort die bessere Strategie ist. Ich werde noch einmal hier ganz kurz auf Diversifikation eingehen, wie man das Ganze machen kann, zumindest meiner Meinung nach. Was aber natürlich ganz wichtig ist, das Ganze ist keine Handlungs- oder Investitionsempfehlung. So, dann schauen wir uns doch einfach mein Portfolio an und am Anfang meine größte Position, meine wichtigste Position, für viele von euch natürlich keine Überraschung, es ist Tesla. Dort habe ich das meiste von meinem Geld investiert. Warum? Das lässt sich auch sehr einfach erklären. Meiner Meinung nach ist Tesla derzeit das beste Investment. Vom Risiko-Rendite-Verhältnis, selbst beim derzeitigen Preis, ist es einfach ein Top-Investment und man kann meiner persönlichen Meinung nach natürlich keine Investitionsempfehlung damit nichts falsch machen. Wir werden natürlich sehen, wie das Ganze in 3, 5, 6, 7 Jahren aussieht, wobei ich sagen muss, dass man mir schon vor 1, 2 Jahren gesagt hat, hey, lass die Finger von Tesla und siehe da, ich habe nicht auf die Leute gehört, ich habe nicht auf den Mainstream gehört und habe davon sehr, sehr stark profitiert. Die meisten von euch, die mich mitverfolgt haben, die alten Videos gesehen haben, haben ja auch gesehen, wie ich damit getradet habe, wie ich Geld verdient habe mit Tesla, wie dumm und dämlich. Jetzt halt immer noch sehr viel Geld verdienen, indem ich es einfach rumliegen lasse und wir werden da auf jeden Fall auch nochmal in 5 Jahren drüber sprechen. Also abonniere gerne den Kanal, wenn du das mitverfolgen willst. Mein nächstes Unternehmen ist sogar noch umstrittener als Tesla, kann man sich schon kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich wahr und das ist Palantir. Wenn ihr generell mehr über die Unternehmen wissen wollt, im Einzelnen, also wirklich so ein Deep Dive, dann könnt ihr euch gerne auch meine alten Videos anschauen, da erkläre ich das Ganze auch so ein bisschen mehr. Hier machen wir das einfach nur grob, damit ihr seht, in was ich investiere, wie ich investiere, damit ihr auch meinen Weg mitverfolgen könnt, damit wir wirklich diese Videos auch in ein paar Jahren uns nochmal gemeinsam anschauen können, wie sich mein Portfolio denn überhaupt entwickelt hat. Und bei Palantir ist es einfach so, dass die Leute sehr extrem sind. Also es gibt wirklich einfach nur schwarz oder weiß. Entweder die Leute lieben das oder die Leute hassen das. Ist derzeit sehr extrem, wobei wir jetzt auch gesehen haben, dass der Kurs sich so ein bisschen erholt hat, was natürlich für viele Investoren sehr, sehr positiv ist. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass Palantir doch noch einige Risiken mit sich bringt. Dementsprechend habe ich auch nicht so viel Geld in Palantir wie in Tesla, da ich bei Tesla die Risiken einfach viel geringer einschätze. Da ich euch nicht länger auf die Folter spannen möchte, verrate ich euch einmal hier die Veränderung in meinem Depot und das ist die Alphabet-Aktie. Ich habe mir 18 Alphabet-Aktien gekauft, verteilt auf dem Comdirect und Trade Republic Depot, weil ich auch 2 verschiedene Depots habe und insgesamt sind es halt eben 18 Stück, die ich jetzt in meinem Portfolio besitze und ich werde auch in Zukunft irgendwann ein Video zu Alphabet bzw. halt eben Google machen, für viele auch durch YouTube bekannt, warum ich das gekauft habe und wo die Vorteile bzw. wo die Rendite hinlaufen könnte. Das auf jeden Fall schon mal hiermit angemerkt. Ich muss aber ganz klar sagen, ich habe schon sehr, sehr lange darauf gewartet, die Alphabet-Aktie zu kaufen. Mein Hauptproblem ist gar nicht der Kurs der Aktie gewesen, sondern tatsächlich meine eigene Liquidität, dass mir dort Geld gefehlt hat, denn ich muss halt immer schauen, wie viel Geld ich wo rein investiere. Vor allem, weil ich in letzter Zeit viele Ausgaben hatte, unter anderem natürlich auch letztes Jahr ein Haus gekauft, vor 3 Wochen, vielleicht hat es der ein oder andere bemerkt, habe ich geheiratet. Das hat natürlich auch sehr viel Geld gekostet, muss man einfach ganz klar sagen. Jetzt ist das Ganze aber vorbei, das heißt, jetzt kann ich mich wirklich wieder auf meine Investments konzentrieren und schauen, dass ich dort mehr Geld platziere. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass in den nächsten Monaten auch nochmal ein bisschen nachgekauft wird bei verschiedenen Positionen und wenn du Bock hast, das mitzuverfolgen, wie gesagt, abonniere gerne den Kanal.
Dann schauen wir uns doch mal mein Gesamtportfolio an, denn natürlich investiere ich nicht nur in einzelne Aktien, sondern auch in Kryptowährungen und ETFs. Und ETFs sind für mich tatsächlich eine gute Möglichkeit zu diversifizieren, ohne dass man halt irgendwie 100 einzelne Aktien kauft. Ich finde ETFs eine sehr, sehr gute Alternative zu zum Beispiel einem Tagesgeld oder Sparbuch, wenn man schon Notgroschen parat hat, damit man halt nicht noch mehr Geld dort vergammeln lässt, sondern halt man wirklich eine Sparrate drauf laufen lässt. Natürlich muss man sich den ETF am Anfang sehr, sehr gut anschauen, dort die Vor- und Nachteile abwägen, wie er funktioniert, welche Unternehmen dort vertreten sind, wie das Ganze von der Rendite halt eben sein kann. Das heißt, man muss wirklich eine Analyse aufstellen. Aber wenn man das Ganze gemacht hat, dann kann man ja quasi passiv dort rein investieren. Zusätzlich investiere ich noch in Kryptowährungen und ich weiß, Kryptowährungen sind derzeit extrem verhasst, vor allem weil wir ja diesen Krypto-Crash gesehen haben und Kryptowährungen jetzt schon seit sehr, sehr vielen Monaten eben leiden. Viele Leute haben auch viel Geld verloren. Dementsprechend sagen natürlich auch viele, hey, es ist einfach nur Scam, kann ich gut nachvollziehen. Ich persönlich sehe aber immer noch eine sehr, sehr große Chance im Kryptobereich. Dementsprechend habe ich auch meine größte Position im Bitcoin eröffnet. Ich vergleiche auch ganz gerne den Bitcoin in der Aktienwelt mit Tesla, weil meiner persönlichen Meinung nach hat Bitcoin immer noch das beste Risiko-Rendite-Verhältnis mit, ja, verglichen mit den anderen Kryptowährungen. Wobei ich sagen muss, im Kryptobereich ist es ja immer noch so, dass die Leute immer ihren eigenen Liebling haben. Es ist ein bisschen religiöser als im Aktienbereich. Die Leute haben einfach nur diese eine Kryptowährung und sagen, hey, alle anderen Kryptowährungen werden sterben. Da ist das schon doch etwas extremer, ist mir zumindest so aufgefallen. Ich investiere in viele verschiedene Kryptowährungen, beziehungsweise was heißt hier viele? Als zweite Position habe ich halt Ethereum eröffnet. Das ist meine zweitgrößte Position. Und danach kommen eigentlich nur noch kleinere Kryptowährungen. Ich kann das gerne hier einmal einblenden, muss aber an der Stelle ganz klar sagen, dass meine Hauptpositionen in Ethereum und Bitcoin sind. Danach kommt Solana und Polygon, weil ich dort auch noch sehr großes Potenzial habe. Und der Rest ist eigentlich nur so eine Zockerei. Das ist für mich nicht echtes Investieren. Ja, man kann es kaum glauben, aber mich juckt es natürlich auch ab und zu in den Fingern. Und dann will man einfach ein bisschen zocken oder halt einen Trade setzen. Wobei ich sagen muss, dass das Ganze jetzt mittlerweile gar nicht mehr vorhanden ist. Es war am Anfang noch viel, viel mehr. Da hatte ich euch auch einmal in einigen Videos erzählt, dass ich zum Beispiel auch so ein Experiment, so ein Selbstexperiment gemacht hatte, wo ich wirklich einfach nur investiert habe und das Ganze habe ein Jahr lang liegen lassen. Auf der anderen Seite aber die ganze Zeit getradet habe, vor allem auch mit den gleichen Investments quasi getradet habe. Zum Beispiel war das bei Tesla sehr, sehr viel. Und am Ende des Tages habe ich rausgefunden, hey, ein Jahr für die Katz. Ich habe zwar mit den Trades Geld verdient, aber bei weitem nicht so viel, als wenn ich es halt einfach liegen lassen. Und natürlich der ganze Kopfstress und die ganze zusätzliche Arbeit, die kommt natürlich noch on top, darf man auf keinen Fall vergessen. Ich muss aber ganz klar sagen, es ist ja auch irgendwie naheliegend, dass man am Aktienmarkt ein bisschen zocken oder traden möchte, weil man sich ja jeden Tag mit diesem Thema beschäftigt. Zumindest ist es bei mir so, ich lese mir täglich Analysen und Artikel zu dem ganzen Thema durch, analysiere sehr, sehr viele Charts selber jeden Tag immer wieder, schaue mir das Ganze an und dann ist es natürlich irgendwann auch selbstverständlich, dass man ein bisschen was auch traden möchte. Ich versuche aber trotzdem, und das ist eigentlich so auch mein bester Tipp, den ich mit rausgeben kann, einfach nur zu investieren, das Geld liegen zu lassen, das Geld arbeiten zu lassen und das ist bewiesenermaßen immer noch die beste Strategie. Das erstmal so mein Portfolio. Wie gesagt, die neue Position, die neu dazugekommen ist Alphabet. Ich persönlich feiere Alphabet extrem krass. Schreib einfach gerne deine Meinung in die Kommentare, was du von diesem Portfolio hältst, von meinem Depot, ob du irgendwas anders machen würdest, ob du die Unternehmen gut findest oder schlecht findest. Hast du ein ganz anderes Portfolio? Wie hast du das Ganze aufgebaut? In was investierst du? Aktien, ETFs, Kryptowährungen? Schreib es mir gerne rein und falls du Bock hast, mein Portfolio mitzuverfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie das in 5 Jahren aussieht, dann abonniere natürlich gerne den Kanal mit Glocke. Ich mache hier regelmäßig Updates zu verschiedenen Aktien, zum Kryptomarkt und so weiter und so fort. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du natürlich auch gerne mal einen kostenlosen Daumen nach oben da lassen.